So, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Rackfest. Und alle wundern einfach, wie komische Töne von sich gibt. Wie ich schon in der letzten Folge gesagt, wir springen jetzt einfach mal in die in das Lawnmower Event. Und schau mal, wie wir uns mit einem Rasenmäher so anstellen. Grass Arena, Polierungsarena. Und pick on the moon. Nach der Oberseite. Endet. Das war doch mal ganz erfolgreich, glaube ich. Sollte 5 stimulieren, hat 9 geschafft. Wurde nur einmal gerackt und dafür habe ich 9 zerstört. Läuft. So. Gibt erstmal direkt ein neues Level. Und das halbe dritte Level ist auch schon voll. Läuft. So. Ich kann den Lawnmower nehmen. Yay.
Du hast diese Herausforderung erfolgreich abgeschlossen. Läuft. So. Könnt ihr das Demolition Racing machen? Machen wir jetzt auch. Verursache mindestens Zustandsziele. Naja, da ist wohl nicht ganz sauber gelaufen. Also Zusatzziele, versuche mindestens 1000 Schaden und lasse mindestens 3 Gegner rausdrehen. Ja. 3 Runden. Wir versuchen es. Ich noch mal eben kurz in die Fahrzeugeinstellung. Finde ich das, wenn ihr irgendwie sowas im Körnerbrötchen gegessen und ich habe da irgendwie so ein Korn irgendwo zwischen den Zähnen hängen. Ja. So. So, machen wir da ein bisschen weicher, weil das ist ja, glaube ich, eine komplette Rechtsstrecke. Jetzt was du sagst. Ah, gehen wir mal ein bisschen Richtung Differentialsperre. So, Rennen starten. Sind scheinbar zwei Rennen. Ich habe
So. Herausforderung fehlgeschlagen, schade. Hätte ich denn werden müssen. Weil das kommt. Dann ich achte ab. So. Dann starten wir mal neu. Ja. Dann tunen. Wenn die Bremsbalance. So, versuchen wir so. Ach, eine Herausforderung ist ja klar. Vielleicht die Herausforderung. Oh nee! Das bin ich noch komplett nach dem Grünchen reingeflogen. Okay, das liegt schon mal nicht an der Bremse. Gar nicht. So. Ey, das starten wir jetzt wirklich neu. So. Aber das. Hundertprozent Kies. So. So, versuchen wir das mal. So. Thank you.
mal gucken, ob wir uns. So. Ja, ein letztes Mal starten wir neu. Aber vom Handling her, also der fühlt sich gut an. Das waren halt wirklich nur so beide Unfälle, die mich total aus dem Leben gebracht haben. Alter Vater, hat der mich abgeräumt. Passt schon, passt schon. Dies passt schon. Oh. So. Dann gehen wir jetzt ins Hauptfinale. Ah, das ist doch gut.
Und das ist nicht, die sind einfach mal noch normal. Herausforderung fehlgeschlagen, aber naja. Halbfinale haben wir geschafft. Ab zum Finale. So. Jetzt nochmal so eine Leistung und dann bin ich zufrieden. Au, oh, ich dachte, Alter. Runde.
2-2. Souverän nach Hause gefahren, das Ding. So. Drei Reifen. Läuft. So, was sagt das Level? Ein Sportauspuff. Sportzündkerzen. Window Mesh. Wir sind am. Ich bin mal gerade nicht hier. Oh, eine Verstärkung. Cool. Das wäre dann der richtige. So. Läuft. So, das haben wir gewonnen, das haben wir gewonnen. Compact Banger Derby. Dafür brauchen wir einen kompakten Wagen. Hm? Downmower, immer. Alle Typen, aber dafür brauche ich extra Punkte. Ich habe erst 475, also dafür muss ich hier das nochmal fahren. So, das braucht Fahrzeug. So. 600 Punkte, 600 Punkte, 600 Punkte, 600 Punkte. Ja, also muss ich jetzt erstmal entweder das neu fahren, ja, auch in der nächsten Folge machen, oder mir hier so einen kleinen feinen Spiegelagi-Wagen besorgen. Da wir den eh brauchen, offen. Ah, ein Frontantrieb. Gefällt mir schon mal besser. Immer Frontantrieb. Wie viel habe ich denn? 10.000. 5.600. Airfly ist gekauft. So. Nein, wir wollen das Spiel noch nicht verlassen. Aber wir wollen. Oh. Okay. Ah, da verpassen wir den direkten Fall. Oh, zack. Erstmal ein bisschen was für die Leistung tun. Ansaugstutzen hatte ich gerade, ne? Ja. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Ja, dann nehmen wir erstmal den Speed. Sonst bleibt uns nicht mehr viel Kohle des Tages. So, Abgaskrümmer. Kolben. So, haben wir den schon mal ein bisschen auf und noch ein bisschen Kohle. So, meine Wagen Firefly, den will ich dann gleich mal irgendwo mal ausprobieren. So, in der Nähe dann, weiß nicht, ob ich mit dem Frontantrieb vielleicht besser klarkomme als mit dem Heckantrieb. Das ist überraschend. So. Gut,
An der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss.